Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich stelle euch heute einen Android-Box von der Firma Lalebox. Also Lalebox macht eigentlich sehr gute Android-Boxen. Hier ist das Kodi bereits mit installiert. Auf dem Kodi befinden sich auch einige Add-ons, wo ihr kostenlos über das Internet Live-TV schauen könnt. Ich erkläre mal das Android-Box, was das alles bedeutet. Android-Box ist so ein Gerät, wo ihr zum Beispiel im Ausland, wenn ihr mal im Ausland seid und abends mal Fernsehen gucken wollt über Internet, falls ihr ein Internet im Hotel oder so habt, könnt ihr euer Box mitnehmen und dort Internet verbinden, anschließend die App Kodi öffnen und dort die Add-ons anschauen. Ich mache euch später noch ein Video, beziehungsweise ich füge ein Video noch dazu, was das Ganze alles drauf hat. So, Verpackung. Lalebox Q3 bedeutet das schöne Ding. Guck mal her. Verarbeitung ist sehr gut. Ich habe im YouTube auch über Lalebox mal mich informieren lassen. Also meine Geschwister habe ich das Teil bereits auch gekauft. Das war ein anderes Modell, aber Lalebox macht wirklich ein gutes Produkt auf den Markt raus. So, was bekommt man denn hier alles? Anschlüsse seht ihr alles. Zwei USB, Speicherkarte, HDMI-Kabel, HDMI-Stecker, LAN-Stecker, AV und Stromnetzkabel. Beachtet am besten auf das Dings 4K. 4K ist eine Zukunft. Ganz ehrlich. So. Netzkabel. Bekommt ein HDMI-Kabel zugeschickt. Lalebox-Fernbedienung. Und eine schöne Bedienungsanleitung, was man Netz eigentlich unbedingt brauchen könnte. So, Bedienungsanleitung ist auf Englisch. Auf Deutsch. Getting started. Wie viel Funktion? Oh, es hat sogar Wi-Fi-Funktion. Ja, genau. WLAN ist hier mit integriert. Bekommt man nicht oft zugeschickt für sowas. Aber es ist immer so schön. Genau. Das war's erstmal. Also, so sieht es aus. Später kommt gleich ein Video. Hier kommt auch noch was rein.